Willkommen zum Anleitungsvideo für die Wortner Vereisungsprodukte. So funktioniert es. Um ein optimales Ergebnis bei Ihrer Fußwarze zu erzielen, empfehlen wir, den Fuß zunächst 5 Minuten lang in warmes Wasser zu tauchen, ihn dann sorgfältig abzutrocknen und die Warze durch die beigelegte Feile freizulegen. Schritt 1. Vorbereiten. Drücken Sie das blaue Ende eines Schaumstoffapplikators zusammen, bis eine kleine Öffnung erscheint. Schieben Sie nun die Öffnung des Schaumstoffapplikators über den Stift des Plastikhalters, bis der Stift nicht mehr sichtbar ist. Schritt 2. Aktivieren. Halten Sie die Spraydose in aufrechter Position. Drücken Sie den Applikator 3 Sekunden lang in die Öffnung an der Oberseite der Dose. Sie werden ein zischendes Geräusch hören. Entfernen Sie den Applikatorhalter von der Dose. Schritt 3. Warten. Warten Sie 20 Sekunden, bis der Schaum die optimale Vereisungstemperatur erreicht hat. Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Schritt 4. Behandeln. Drücken Sie den Applikator mit der weißen Spitze leicht auf die Warze. Bei Warzen an den Händen 20 Sekunden, bei Fußwarzen 40 Sekunden. Möglicherweise spüren Sie ein Stechen, aber es ist wichtig, den Applikator an Ort und Stelle zu halten, um die Warze ausreichend zu behandeln. Nach der Behandlung der Warze warten Sie 2 Minuten, bevor Sie den Schaumstoffapplikator mit einem Taschentuch vom Plastikhalter abziehen. Nach der Behandlung kann sich die Warze weiß verfärben. Benutzen Sie an den Fußsohlen ein Komfortpflaster, um die empfindliche Stelle nach der Behandlung zu schützen. Innerhalb von 10 bis 14 Tagen nach der Wortner-Behandlung sind die Warzen in der Regel verschwunden. Wortner – effektiv gegen Warzen.